Assalamu alaikum und herzlich willkommen aus meinem Homeoffice mit einem neuen Video, welches ja ein kleines Update-Video zum Thema Kfz-Einfuhr aus dem Ausland in die Türkei ist. Ein Thema, welches ja für viele von euch interessant ist. Zum einen plant ja ein Teil von euch Urlaub in der Türkei zu machen und mit dem Auto anzureisen. Zum anderen plant ja ein Teil von euch in die Türkei auszuwandern und hier ein neues Leben zu beginnen. Ja, eigener Great Reset und dann komplett von neu durchzustarten. Und manche kommen dann eben auch mit dem Auto hierher. Ja? Und da stellt sich die Frage, ja, wie lange darf ich jetzt mit dem Auto dann aus Deutschland mit deutschen Kennzeichen in der Türkei fahren? Doch eins vorweg, so ein kurzes Statement von mir. Es ist wirklich nicht einfach, um an die neuesten und auch an die richtigen Informationen, vor allem was dieses Thema anbelangt, ranzukommen. Das liegt zum einen daran, dass da mehrere Ministerien an den Gesetzesgebungen und auch an den Beschlüssen mitwirken, gerade jetzt speziell beim Autothema. Und zum anderen, ja, was ja auch typisch für die Türkei ist, es ändert sich ja laufend immer hier irgendetwas. Und da war eben für mich jetzt auch die Herausforderung, da einen Beamten zu finden, der erstens einmal sich die Zeit nehmen kann und zum zweiten einmal auch, was dieses Thema anbelangt, auch wirklich up to date ist. Ich habe jetzt die neuesten Informationen für euch und möchte sie eben euch auch mitteilen. Und beginnen möchte ich mit einer guten Nachricht. Und zwar, bis jetzt war das ja so, dass lediglich nur türkische Staatsbürger und ausländische Rentner bis zu maximal 2 Jahre mit dem Auto fahren dürften. Alle anderen eben viel kürzer. Das hat sich jetzt insofern geändert, dass jetzt wirklich alle bis zu 2 Jahre mit dem Auto aus dem Ausland mit ausländischen Kennzeichen in der Türkei fahren dürfen. Türkische Staatsbürger haben da nicht viel großartig zu beachten, außer eben, wann sind sie eingereist und bevor die 2 Jahre voll sind, dass da eben die Formalitäten dann mit dem Zoll abgewickelt werden und dass das Auto dann entweder ausgeführt wird oder dem Zoll übergeben wird. Bei euch sieht die Sache jetzt anders aus. Ihr kommt jetzt mit eurem Auto in die Türkei und beantragt euer ICAMET. Euer Erstantrag ICAMET wird bewilligt für 6 Monate. Das heißt, ihr habt ICAMET für 6 Monate. Das heißt, nach 6 Monaten muss das Auto dann raus. Im Idealfall stellt ihr einen Folgeantrag auf ICAMET eben vor Ablauf, also am besten 2 Monate vor Ablauf. Und jetzt sagen wir mal Beispiel, euer Folgeantrag wird dann auch bewilligt für 1 Jahr. Was heißt das jetzt? Ihr habt jetzt ICAMET für 1 Jahr bewilligt bekommen. Das heißt, ihr dürft ein weiteres Jahr mit dem Auto in der Türkei fahren. Und das Ganze geht eben weiter, bis die 2 Jahre voll sind. Ja, also maximal 2 Jahre, eben solange man ICAMET hat. Hat man kein ICAMET, sind es dann eben 3 Monate, ja, weil nach 3 Monaten müsst ihr ja sowieso raus und das Auto darf dann nicht hier bleiben. So funktioniert das Ganze. Allerdings gibt es da auch wichtige Punkte zu beachten sind, die auch für mich gelten. Und zwar zum einen, ich darf mein Auto niemanden ausleihen, ja, wirklich niemanden. Und das Ganze, also dasselbe gilt dann auch für euch. Es darf lediglich nur der Fahrzeughalter selbst und dessen Ehepartner damit fahren. Verwandtschaft ersten Grades, nicht zweiten Grades, nicht dritten Grades. Das heißt, kein Cousin, keine Tante, kein Schwager, keine Cousins oder sonst irgendwas. Es finden regelmäßig Routine-Verkehrskontrollen statt, ja, und die Polizisten oder die Gendarmerbeamten, die haben alle Tablets, manche haben halt Handys, die fragen euch nach euren Führerschein, gucken da, okay, geben euren Namen ein, gehen nach vor zum Kennzeichen, tippen Kennzeichen ab und dann sehen sie sowieso auf einen Blick, ob ihr der Fahrzeughalter seid oder nicht. Und seid ihr nicht der Fahrzeughalter, kommt dann nach wenigen Tagen die Gendarmer zu euch und sagt, ja, wir schleppen das Auto ab und das Auto wird dann abgeschleppt. Ja, und dann muss man eben eine Strafe zahlen, um das Auto wieder zu bekommen. Also ganz wichtig, bockt bloß niemand euer Fahrzeug her, das dürft ihr nicht. Gut, was ist jetzt nach diesen 2 Jahren, wenn die 2 Jahre voll sind?
entweder man übergibt das Auto dem Zoll oder man führt das Auto aus. Ihr könnt aber allerdings auch das Auto in der Türkei an Ausländer verkaufen. Also an Türken könnt ihr es nicht verkaufen, weil Türken dürfen das dann sowieso nicht kaufen. Verkauft ihr das Auto innerhalb der Türkei, dann ist es wichtig, dass ihr euren Käufer mitteilt, hey, du hast maximal 3 Tage Zeit, um das Auto auszuführen. Ja, das ist ganz wichtig. Falls euer neuer Käufer das Auto nicht innerhalb von 3 Tagen ausführen sollte, dann muss eben dieser dann eben hohe Geldstrafen bezahlen. Also, wie gesagt, entweder ihr verkauft das Auto hier in der Türkei oder an der Grenze oder ihr übergibt es einfach dem Zoll. Wickelt die Formalitäten ab und dann hat sich das erledigt. Manche von euch werden sich dann nach diesen 2 Jahren in der Türkei ein Auto kaufen und manche von euch kaufen, also reisen ohne Auto an und kaufen dann hier in der Türkei ein Auto. Dabei ist es auch gut zu wissen, dass selbst wenn auch Ausländer in der Türkei ein Auto kaufen sollten, sie alle Steuern zahlen müssen. Das ist Luxussteuer, Mehrwertsteuer und auch diese Sondersteuer, also ÖTV, Özel Tüketim Vergisi, MTV, Motor Tüketim Vergisi und KDV, Katma Değer Vergisi, also die 3 Steuern. Die müssen alle zahlen, sowohl türkische Staatsbürger als auch ausländische Staatsbürger. Türkische Staatsbürger bekommen ganz gewöhnliche Kennzeichen. Allerdings, ausländische Staatsbürger bekommen ein M-Kennzeichen, auch Ausländerkennzeichen genannt. Ja, das geht von MA bis MZ, daran erkennt man Ausländerkennzeichen. Und auch hier gilt wiederum die Einschränkung, dass lediglich nur Fahrzeughalter und dessen Ehepartner fahren dürfen. Also auch da dürft ihr das Auto nicht jemand anderen ausleihen, egal ob Freund, Cousin, Bruder oder sonst irgendwas. So, da gibt es jetzt aber etwas für Rentner. Ja, Rentner dürfen ja auch bis zu maximal 2 Jahre fahren. Allerdings haben Rentner einen Anspruch auf ein MA-Kennzeichen, welches also für ein Auto, das aus dem Ausland in die Türkei gebracht wurde. Wie funktioniert das Ganze? Hier haben Rentner 3 Monate Zeit ab Einreise in die Türkei. Das heißt, das Ganze muss innerhalb von 3 Monaten abgewickelt werden. Man muss sich errechnen lassen, wie viel Pfand man hinterlegen muss. Man hinterlegt ein Pfand, das kann sein 10.000, 20.000 oder auch 30.000 Dollar, kommt aufs Fahrzeug drauf an und aufs Baujahr. Man hinterlegt diesen Betrag als Pfand in eine türkische Bank und bekommt ein, also gleich vorweg, ein MA bis MZ-Kennzeichen, welches ja den großen Vorteil hat, dass es nicht zeitlich beschränkt ist. Ansonsten ist man ja zeitlich beschränkt, man dürfte ja nur bis zu 2 Jahre maximal in der Türkei mit dem Auto fahren, weil es ja ein ausländisches Kennzeichen ist, aber dadurch, dass es ein türkisches Kennzeichen ist, darf man dann damit zeitlich unbegrenzt fahren. Sobald man die Kennzeichen zurückgibt, bekommt man das Pfand dann natürlich auch wieder zurückerstattet. Ja, so viel zu diesem Thema. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt mich natürlich auch gerne kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse lautet selam@metekaraduman.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.